So, hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Persona 5. Im letzten Mal sind wir ganz viel zwischen Lasern hergelaufen und durch ein Gemälde gelaufen, so ein bisschen wie in Mario 64. Ja genau, 64, einfach nur Mario kann man nicht weglassen, denke ich. Jeder weiß, wovon ich rede. Naja. Und ja, jetzt müssen wir das Passwort finden, um Laser abzuschalten, um dann irgendwie besser durchzukommen und so. Ja, ich weiß, dass dein Gegner ist, danke. Aber wir müssen dafür irgendwie die Schuhgröße von Madarame herausfinden, glaube ich, oder so. Wie wir das tun, keine Ahnung, aber ich würde sagen, wir bekämpfen erstmal diesen Gegner hier auf dem Weg. Ja, ich weiß, dass dein Gegner ist, danke. Töten wir ihn. Oh mein Gott, Vögel. Okay, Taktik. Ich weiß noch nicht welche. Wir nehmen erstmal das hier. Ich die beiden auf den Boden. Komm schon, ist das ernst, du? Bist du eigentlich behindert? So, danke. Tut mir leid, aber... Holy shit. Ich würde sagen, du kannst einfach mal jetzt den da angreifen, weil ich weiß echt nicht, was mit dem passiert. Du hingegen kannst da jetzt Wind drauf einsetzen. Ja, der liebe Yuzuka kann ja leider noch keinen Baton-Pass. Also naja, ja, kann ich damit nicht viel machen. Warte mal. Nein, nicht euch. Ich will euch haben. So. Obwohl, den Hund habe ich auch noch nicht, ne? Where do babies come from? Keine Ahnung. Weiß nicht, was will der jetzt hören, ne? Ist also die Frage. Ich bin mit denen voll verwirrt. Echt jetzt? Die Frage hatten wir halt noch nie. Und das pisst mich gerade an, weil ich habe voll viele Fragen mittlerweile auswendig gelernt, aber die nicht. Also ich könnte jetzt das hier antworten, das wäre so relativ ehrlich. Ich könnte jetzt sagen, das würde ihn wahrscheinlich voll anpissen. Und das würde ihn wahrscheinlich auch nicht zufrieden stellen. Also, ach, ich habe keine Ahnung. Nimm mal das hier. Ja. Love between two people? I don't get it. This is a love when you marry someone, right? Hey, play with me. You're already here, so come on. What are we going to do, huh? Weiß ich nicht. Ich glaube, das will er nicht hören. Oder doch? Ah, er ist, glaube ich, nicht so Sojiro-artig. Hm. Wie wär's hiermit? Na, verdammt nochmal, ich hasse dich. Oh, Mann. Ich hasse dich. Ja, du checkst mir jetzt wieder irgendwas. Toll. Okay, er wollte Fangen spielen anscheinend. Gut, merken wir uns, sie wollen Fangen spielen. Ich glaube nicht, dass sie Frauen haben wollen. Ich glaube, die sind auch ein bisschen jung und so im Kopf. Das heißt... Wir versuchen das nächste Mal mit Fangen spielen, okay? Falls wir die Frage nochmal haben. Irgendwann. Okay. Irgendwann schaffen wir es. Irgendwann. Oh, holy shit. Ich habe damit schon viel zu viele Versuche jetzt verschwendet mittlerweile mit diesen verdammten Vögeln. Okay, komm her. Dreh dich um, was auch immer. Lass mich einfach hier durch. Vielleicht ist ja hier irgendwas. Ah, das ist Madarame. Hast du Füße? Du hast Füße. Ich will mir deine Füße angucken. Aber das ist ein Gegner im Weg. Egal, Füße. There's something written here. Here we praise our most holy lord, Ichiryuzai Madarame, the one ray of hope in this depraved world. He stands alone as his two adept hands paint into the future. None shall ever match his excellence. He's really puffing his chest out here, ain't he? Hold on a moment, could this be the spot of Madarame's feet? That security guard mentioned? It's at his feet! Oh right! But isn't the password supposed to be a number of some kind? Hmm, I do believe there are numbers here though. One ray of hope stands alone. With two adept hands, none shall match him. That means... Eins. Eins. Zwei. Null. Vielleicht. Nice. Yeah, that must be it. Sweet. Let's head back and shut down the security. Tun wir das. Tschüss, du Gegner. Egal, ob ihr Vögel seid, die ich mitnehmen will. Wir hauen jetzt ab und geben die Numbers, genau. Ach ja, reden ist schwer. Vor allem, wenn man Deutsch und Englisch gleichzeitig redet, quasi mehr oder weniger so ein bisschen, ne? Und ich kann ja eh schon kein Englisch und schon kein Deutsch und eigentlich kann ich gar nichts. Also, naja. Komm, gib die Zahlen hier ein. Bitte. Yes. Alright, let's write a password we found. Und sollte bestimmt klappen, ne? Password accepted. Disengaging Security Protocol. Ah, da öffnet sich jetzt ein Weg und der in der Mitte auch? Ja, sehr schön. Jetzt können wir überall schön langlaufen. Nichts sollte uns mehr den Weg versperren. Und das öffnet sich auch. Okay, sehr schön. Glaube ich, das ist sehr schön ist jedenfalls. Oh, that opened all sorts of stuff. Well, we'll definitely be able to go to more places now. Come on, let's get moving. Ja, wir gehen erstmal als allererstes. Ich guck mal kurz auf die Karte. Obwohl, ich glaube, es ist relativ egal, wo wir als erstes lang gehen, oder? Aber ich gehe den unteren Weg lang. Ja, ich glaube, das wäre so das Sinnvollste gerade. Ich will nicht durch den Hauptraum gehen, weil das sind überall Gegner jetzt. Und ja, haben alle so freie Bahn da ein bisschen.
Das heißt, ich haue einmal kurz den Gegner da aus dem Weg und dann sollte es das gewesen sein, oder? Denke schon. Okay, und weiter in die Richtung jetzt. Dann denke ich mal, wir ignorieren die ganzen Gegner, die hier noch sind, weil das sind eine ganze Menge Gegner, die wir alle schon besiegt haben. Und gehen einfach hier lang. Hier wollte ich ja schon vor einer Weile mal lang gehen. Hallo? Jemand da? Gut. Ich glaube, wir sind auch beim nächsten Safe Room angekommen, oder? Könnte so sein. Da gucke ich noch kurz, was hier ist, falls hier irgendwas ist. Aber hier scheint auch nicht viel zu sein, wenn noch dieses Gedöns-Eck hier. Was aber nichts war. Okay. Dann rein in den Safe Room. Und erstmal eine Runde speichern. Wäre, glaube ich, ganz gesund. Ja, schön. Einmal kurz speichern. Und ich glaube, das Sinnvollste, was ich gerade tun könnte, wäre, wenn ich jetzt ganz kurz die Aufnahme beende und ein bisschen leveln gehe. Ja, ich gehe jetzt leveln, bis die SP leer sind. Komplett von allen und so. Und dann hauen wir ab in die reale Welt und dann mache ich hier weiter, okay? Fantastisch. So, hier bin ich wieder. Leveln hat nicht so viel gebracht, also ich bin nicht so weit vorangekommen. Allerdings habe ich ein bisschen was zusammengeworfen hier. Und zum einen, das habe ich nicht getan, aber ich wollte eigentlich den hier auch wiederverwerten quasi. Aber Igor hat gemeint, er gibt mir eine krasse Belohnung, wenn ich ihm einen Jack Frost mit Mabufo gebe. Und da unten steht, dass er auf Level 12 Mabufo bekommt. Und deswegen will ich jetzt versuchen, ihn auf Level 12 zu bringen, weil der ist ja schon Level 11 und naja. Kriege ich dann wohl hin und dann kriege ich vielleicht eine Belohnung und vielleicht ist sie cool, ich weiß es nicht. So, was ich aber sonst gemacht habe, ist, ich habe mir hier eine High Pixie gemacht. Und die ist, glaube ich, ganz cool. Und die macht jetzt auch Feuer, weil ich der einen Feuerskill gegeben habe und wie auch immer, ist Level 18 und das ist ziemlich stark. Das heißt, die werde ich auf jeden Fall nutzen, nachdem ich Jack Frost auf Level 12 gebracht habe, spätestens. Und ich habe mir den hier gemacht, der ist nicht ganz so cool, aber ich habe ihn jetzt, weil, warum auch nicht, nicht wahr? Ja. So, ich würde sagen, wir gehen jetzt zurück zur realen Welt und dann sehen wir uns da wieder. Es ist 14 days left, what's the plan for today? Keine Ahnung. Was? Hey, shouldn't you tell the others about what Mashima told you? What denn jetzt? Ich weiß auch gar nicht, worum es geht. Das ist schon mal erwähnt, aber nee, ich mache jetzt hier den ganzen Tag Dietriche. Es ist ein Sonntag, den kann man sinnvoll nutzen, mit Dietriche herstellen. Ja, machen wir einfach. Bis morgen, würde ich sagen. Good timing, I want to tell you something. Madarame was talking to a lawyer. I suppose he's serious about suing. I think we should advance our plans. Why don't we go to the palace today? Machen wir, okay? Ich bin bereit, ich habe Dietriche gemacht den ganzen restlichen Tag gestern. Great, I want to stop that man as soon as possible. In that case, let's assemble after school. I'll be over shortly. Machen wir. Mal sehen, ob wir noch Unterricht haben oder ob es dann direkt jetzt dahin geht. Ich bin gespannt. Nö, es ist direkt Nachmittag und wir gehen direkt zu unserem Treffen. Warte mal, nee, wir haben noch Unterricht, okay. Madarame is a maestro of the art world. Artists with that good of an eye are rare in Japan. I wonder if he has synesthesia. Yes, regarding synesthesia, one of many English terms that comes from Greek root words. Haven't heard of it? It's a condition where your senses can cross over each other, like seeing music as color. Mr. Ra, you were staring off into space, weren't you? Na, ich doch nicht. Question. Well, your number's up. The root words of synesthesia are syn and aesthesis. What do they mean? Wie wär's mit? Was weiß ich denn? Es wird wohl nicht das hier sein, weil es war ja nur ein Beispiel mit dem, naja, Farbe und Geräusche und so. Das heißt, das wird auf keinen Fall das Richtige sein, hoffe ich. Also syn heißt eigentlich together, oder? So wie synthesieren. Ist das ein Wort? Aber ihr wisst, was ich meine, glaube ich. Also ich glaube, das hier müsste richtig sein. Good. Good. You've been studying. Unfortunately, synesthesia is something you have to be born with. You can't learn it. Some of the geniuses over the course of history have had synesthesia. Synesthesia, ich kann das Wort nicht aussprechen. Sein Komposer Franz Liszt instructed his orchestra to play the color purple. The poet Arthur Rimbaud was also said to see colors in letters. Wow, he's actually listening. Ja, ich bin so intelligent. Ja, ich weiß, danke. Ich habe ja auch schon Knowledge of 2 mittlerweile, ja? So schlau bin ich. Aber wir müssen uns das jetzt halt echt teilweise merken. Einfach weil wir das echt dann hinter den Exams noch brauchen. Und das ist es, was mir Probleme macht. Seeing colors and sounds and letters and feeling shapes and flavors and numbers. Geniuses and common people see the world differently. Were you able to understand that? I see. Synesthesia, huh? That's fascinating.
Although the reason Madarama sees the world differently is because of his distorted desires. Ja, das trifft es wohl schon eher. Vor allem ist er halt echt kein Genie, sondern ein verdammter Vollidiot, der einfach Leute ausnutzt. Von daher, naja. Ich würde sagen, wir treffen uns dann jetzt, nicht wahr? Richtig. Und direkt zurück in den Palast. So, hier sind wir stehen geblieben. Und hier sollte es noch weitergehen. Wo auch immer uns das hinführen mag. Ich bin gespannt. Und naja, wir werden eh sterben oder sowas in der Art. Wer weiß das schon. So. Okay. Huh? Morbid paintings just like the ones we saw before. There's something off about these though. Why don't we go take a closer look? Ja, wahrscheinlich können wir wieder in die reingehen, nicht wahr? Scheint nämlich so, weil da führt ein Weg direkt dahin. Und die Pfeile zeigen auch dahin, also ja. Ich würde sagen, wir können wieder durch Gemälde laufen, nicht wahr? Sieht jedenfalls sehr stark danach aus. Jump down. Okay. And it's just like the last time, you know, with a secret passage inside and everything. It looks like these ones are all completely different. And look, there are even two frames with no paintings at all. That is strange. Well, we don't have a choice. Let's go, Joker. Ist hier unten noch irgendwas, was ich mitnehmen kann? Ich glaube nicht. Das ist auf jeden Fall ein roter Gegner. Das gefällt mir schon mal überhaupt nicht. Ich habe doch extra gelevelt noch. Aber naja, gehen wir mal ins Bild rein. Oh, das ist verdammt cool, echt jetzt. Alas, this world is a desert filled with flame and with who cannot understand true beauty. The slow drain of my skill is inevitable when I am surrounded by such mediocrity. So he's gonna blame the world for his declining skill? Ha, the bastard never had any real talent to begin with. Naja, ich würde sagen, Yusuke würde da widersprechen mit diesem einen Bild, was er sehr gerne mag, aber naja. The gods, even in their dormancy, are worshipped constantly. People gather under shrine gates, offer their money, and return home fully satisfied. Art is practically the same. In the end, it is all just a matter of imagination. Huh? Even if that's true, that doesn't give you the right to be deceiving people. Absolut nicht. So, wo geht's noch weiter? Ich denke, wir folgen. Ne, warte mal, jetzt sind wir hier. Wait, this camel. We're back at the first freaking one. So they're not connected exactly as they seem. We'll have to keep trying until we find the right way. Ja, wir sollten hier das nutzen auf jeden Fall. Ich gehe hier mal weiter. Und jetzt gucken wir mal. Hier geht's noch irgendwo lang, nicht wahr? Richtig. Sehr schön. Hard work is not what makes a sapling grow thick with green leaves. Too many young people do not see the true value in youth these days. What fools. Is it truly wrong for an expert such as myself to capitalize on that youth before it wastes away? What the heck? He's basically saying he's jealous of young talent. Look at me. I was turned into a cat, but I'm still fighting. Age isn't a valid excuse. I can feel it. Ja, ich weiß nicht, was es damit zu tun hat, aber meinetwegen, Morgana, meinetwegen. Ich glaube, ich will da oben hin, aber wie komme ich denn da oben hin? Climb. Aha. Da will ich bestimmt weiter, nicht wahr? Ich gehe mal davon aus. Hä, was? Ich bin wieder hier? Jetzt im Ernst? Okay. Aber ich kenne den Weg ja jetzt. Sollte nicht so lange dauern. Wir gehen wieder hier rein. Und jetzt gehen wir halt einfach rechts weiter. Den simplen Weg. Ah, ich kann hier wieder raus, okay. Ah, ja. So, betätigen wir den Knopf. Und jetzt fahren wir nach unten, Fragezeichen? Oder was passiert? Ah, da erscheint ein Bild. Okay. Look, another painting. So passing through one hidden route leads to the formation of another. What an elaborate ruse. It's highly likely there's a new path through the paintings. We should investigate, Joker. Fantastisch. Deswegen gibt's wahrscheinlich einen schnellen Rückweg, nicht wahr? Ich gehe mal davon aus. So, hier hoch. Und dann zurück zum Anfang erstmal. Wo auch immer ich jetzt noch weiter kann. Das wäre halt jetzt die Frage. Gibt's hier jetzt noch einen neuen Weg? Hä? Oder geht's hier jetzt irgendwo anders hin? Ah, das sagt ich mir fast. Could a ship skirt across the ocean if its crew had to constantly worry about what sea life may lie below? Art, life, water, they're all identical. The one who ascends to the summit is the victor. So he's using all those pretty words, but he's basically saying people are like stepping stones. It's just like what he did to all those kids. Crushed them for his art. What a piece of shit. Na, er... Du solltest eher his in Anführungszeichen packen, weil es war ja nicht wirklich seine Kunst. Naja, gehen wir runter, würde ich sagen. Richtig. Und drücken einen weiteren Knopf,
um ein weiteres Bild hervorzurufen, denke ich mal. Vielleicht? Ja, tatsächlich. Hübsch. Another painting. Ah, there are no longer any empty frames at this point. Richtig, das heißt, wir sollten jetzt wahrscheinlich hier wieder rein. Was? Shit, we can't get back in from here. Echt jetzt nicht? Warum nicht? Okay, dann halt dahin zurück, denke ich mal. Ich gehe mal noch raus. So. Dann springen wir hier hin. Und von hier aus gehen wir da rein. Das ist voll dumm, glaube ich, was ich gerade tue. Ich war hier nochmal zurück. Sorry. Ah, oh Gott, sind wir hier. Mensch, warum ist das alles so verwirrend aufgebaut? Ich gehe weiter nach rechts einfach wieder und mal gucken, wo ich lande. Vielleicht lande ich wieder in diesem Bild. Ja, und jetzt gehe ich weiter nach rechts. Okay? Is that an octopus? It's pretty damn big. Do you think it's safe for us to approach it? Ist er jetzt echt ein Boss? Im Gemälde? I guess it is just a painting after all. I'm sure we'll be okay. Ich hoffe es auch. Wirklich. Oder auch nicht. Hm, that was a valiant effort. Oh crap, Joker, enemies! War das echt eine Falle? Am Arsch. Okay, wie komme ich wieder zurück? Ich glaube, ich muss wieder da rein. Naja, ich glaube schon. Oh fuck, wird entdeckt. Hilfe! Hä? Ah, oh, du hast mich entdeckt. Ja, leck mich am Arsch. Ich wurde direkt getroffen. Sehr schön. Am Arsch. Au, oh, ihr auch noch. Na, euch habe ich ja alle am liebsten, nicht wahr? Nein, habe ich nicht. Oh Gott, bitte triff nicht. Er ist sofort tot, sehr schön. Und du machst es auch noch. Gut, nicht getroffen. Das ist dieser Skill, der eine niedrige Chance hat zu treffen. Aber wenn er trifft, dann tötet er sofort. Das ist absoluter Bullshit. So, ich will jetzt euch, glaube ich, mit Wind loswerden, nicht wahr? Ja. Und dann mit Feuer die anderen, glaube ich. Fragezeichen ausbrechen. Ich weiß es nicht. So. Hä, was habe ich getan? Oh Gott, ich bin so ein Vollidiot. Scheiße. So, dann nehme ich halt das jetzt. Und triff mal kurz alle damit. Was? Ich bin gerade komplett verwirrt. Wogegen wart ihr nochmal? Ah, ihr wart gegen Schüsse anfällig, ne? Das war es. So, einmal da drauf und einmal da drauf. Ich habe kompletten Bullshit wieder mal gemacht, aber das tut ja meistens irgendwie. So, dann gebe ich das hier weiter. Kann ich nicht weitergeben? Warum kann ich nicht weitergeben? Oh Gott. Kann nicht wechseln. Hat irgendjemand hier Wind? Hat jemand Wind? Hat jemand Wind? Du hast einen Wind. Dann setze ich Wind auf dich ein. Okay. War wieder ein bisschen unnötig in Länge gezogen. Hätte schneller gehen können, aber Kompetenz ist halt nicht meine Stärke, nicht wahr? So, mit euch will ich doch mal ein Wörtchen hier reden. So. Ja, Bedtime Stories, ich weiß. I'll make your sleep eternal. So. With my name on it. Ja. Gut, du wolltest nicht hören, dass es das hier ist. Du wolltest hören, dass es das hier vielleicht ist, oder? Oh, that's what I thought too. I kinda see myself in you, mister. Wait, what's the... I think I remember something. Ja, endlich! Meine Fresse! Ich hab Vögelchen. Ich bin... Unmoraki, ja, Unmoraki ist dabei. In meinem Team. Endlich. Holy shit. Hat ja nur, weiß ich, wie lange dauert. Ich glaube, irgendwie 3 Parts oder so. Holy shit, Mann. Ich hoffe, es lohnt sich halbwegs oder so. Aber wahrscheinlich echt nicht. Naja, immerhin. Die wollte ich echt schon eine Weile haben. Okay. Aber das habt ihr ja wohl mitbekommen, denke ich mal. So. Wo kann ich weitergehen? Ich denke mal hier, ne? Ja. Einmal wieder rein. Fragezeichen. Nein, echt nicht. Hä? Wie komme ich hier wieder rein? Okay, ich guck mal ganz kurz in mein drittes Auge rein. Ach, da geht's wieder hoch. An dem starken Gegner vorbei. Kannst du dich bitte umdrehen? Danke. Schnell hoch. Danke. Und weiter nach oben. Okay, und alles nochmal von vorne. Und nicht an den Tentakeln vorbei. Außer die sind jetzt weg, weiß ich ja nicht. So, ich gehe nochmal weiter geradeaus, würde ich sagen. Und jetzt lande ich bei den Tentakeln. Aber ich muss da ja weiter, ne? Eigentlich. Ja, probably not. Nein. Well, it could be a trap after all. Let's stay away. Ja. Ah, aber was soll ich dann tun? Hier komme ich doch nur nach draußen, oder nicht? Oder wo geht das jetzt hin? Das geht doch... Ja, es geht nur nach hier. Toll. Das bringt mir gar nichts. Das bringt mir alles gar nicht. Gar nichts. Ich will in das Gemälde rein. Wie komme ich in das Gemälde rein? Ich probiere alles nochmal jetzt aus. Ich gehe nochmal hier rein. Wir gehen vielleicht nach links. Oder, nee, das geht ja nur, ist ja nur der Ausgang wieder. Dann gehen wir hier lang. So, und jetzt gibt es hier noch die einzigen Möglichkeiten, glaube ich, die wir noch übrig haben, oder? Vielleicht da oben jetzt. Das hat ja am Anfang immer zum Eingang wieder geführt, aber vielleicht führt es jetzt in das neue Bild. Tatsächlich. Okay. Beauty is merely a mirage. Transforming that into money is what brings about true happiness. My fine mansion, my lifestyle among the chosen few. Those things are the true art. So running your atelier
out of a shabby rundown shack was simply an act after all. How foolish I was to have been deceived for so long. Fucks. Ja, naja, was soll man machen, ne? Du hast ihm auch irgendwie dein Leben verdankt, mehr oder weniger, auch wenn er dich halt eigentlich ausgenutzt hat, aber hey. Trotzdem ist klar, dass du dann ein bisschen geblendet bist, quasi. Sweet, this has got to be the end. How despicable. We have encountered so many of his paintings, yet not once did he mention a love for art. These are no paintings. They are just meaningless self-assertions placed into picture frames. I'm excited to see how the change of heart alters him. Now let's hurry. Ja, vielleicht wird er dann ein Künstler oder so, wer weiß das schon. Vielleicht kann er dann endlich wieder selbst malen. Oder er begeht Selbstmord oder so, wer weiß das schon. Er ist blau sogar, der Gegner da, das heißt, ziemlich schwach. Wo ist denn der nächste Safe Room? Ich glaube, nicht hier. Ich glaube, ich sollte aber den Part langsam mal beenden, das heißt, ich beende an dieser Stelle den Part. Okay Leute, ich hatte eigentlich gerade vor, den Part zu beenden, das ist mir aufgefallen, ich kann eigentlich noch 10 Minuten oder so weiterspielen, ruhig. Also würde ich sagen, tun wir das doch einfach. Hier sind relativ schwache Gegner, oder? Ja, da ist ein starker Gegner und zwei schwache. Ich würde sagen, wir nehmen uns ganz kurz die Truhe mit, wenn ich das hinbekomme. Ja, sehr schön. Aha, noch mehr SP-Regeneration. Oh, den will ich eigentlich echt... Oh, scheiße, scheiße, scheiße. Renn! Renn so schnell du kannst. Bitte. Der darf uns eigentlich echt nicht kriegen. Rein in das Bild. Hier kommt er bestimmt nicht hinterher, oder? Ich bezweifle es. Nö. Aber könnt ihr bitte weggehen? Okay, ich glaube, die vergessen mich gleich. Bitte, geht wieder weg. Holy shit, da rennen einfach vier Gegner direkt vor dem Gemälde rum. So, ich gehe ins nächste Gemälde einfach an. Sehen die mich auch nicht mehr eigentlich? Kann ich jetzt wieder weitergehen, bitte? Sind die weg? Die sind immer noch da. Ich stehe da direkt davor rum. Bitte verschwindet einfach. Hallo. Geh weg. Danke. Meine Fresse. Ich sollte mich hier entdecken lassen. Da waren halt echt viele Gegner. Und ich sollte mich halt echt nicht sehen lassen in so einem Raum, wo überall Gegner sind. Ich würde sagen, ich besiege sie einfach ganz kurz alle nach und nach. Okay, ich habe den ganzen Raum hier geklärt. Jetzt können wir weiter runter, würde ich sagen. Und ich glaube, da sind noch mehr Gegner. Natürlich, was auch sonst, nicht wahr? Aha. Aber alle so ungefähr auf meinem Level. Gut, dann beseitigen wir doch. Beseitigen wir die doch mal ganz kurz. Ich habe hier wieder so ein Hündchen-Gedöns-Teil, was ein bisschen länglich ist und so, ne? Dann versuchen wir das auch nochmal. Okay, was willst du? You human? Why you come all the way here? Weiß ich nicht. Was bist du überhaupt nochmal für ein Typ? Ich habe schon wieder vergessen, was du warst. I'm here for the food. Ich glaube, du warst hungrig beim letzten Mal, ne? Ach, fuck. Na gut, ich habe jetzt, glaube ich, schon verkackt, ne? Oder auch nicht. Scheiße, ich hätte es vielleicht lesen sollen. Ach, oder irgendwas. Okay. Me hidden in fairy tales. Humans get rewarded just for being honest. Ah, es hat geklappt tatsächlich. Okay. Da bin ich sehr froh darüber. Dann habe ich das Hündchen jetzt auch noch dabei. Sehr schön. Dann ist mein Limit jetzt auch, glaube ich, wieder erreicht. Und jetzt Level 14. Das heißt, er ist auch gar nicht so schwach. Ich weiß nicht, was er kann. Also echt jetzt gerade nicht. Warum weiß ich nicht, was er kann? Ich habe irgendwie nicht aufgepasst, welche Elemente er hat. Aber... Ah, Jack Frost ist auf Level 12. Das ist super. Dann muss ich ihn jetzt nicht mehr einsetzen die ganze Zeit. Denn dann kann ich ihn jetzt bald abgeben und dann irgendwas Cooles dafür bekommen. Vielleicht auch nicht. Vielleicht steigt ja der Confident Rung dafür. Ich weiß es nicht. Rung vor allem. Oh, wow. Gut. Weiter geht's. Der Raum ist aufgeklärt. Obwohl, da ist auch irgendwas, ne? Die Toiletten sind noch von Gegnern befallen. Irgendwo ist hier. Im anderen Raum ist dann vielleicht auch noch eine Truhe, oder? Ich meine, das ist ein Gegner. Irgendwas musst du doch bewachen, oder? Ich guck mal kurz um die Ecke, ganz vorsichtig. Hallo? Hör auf, geh da weg. Egal, geh halt dahin. Nö, hier ist nur eine Frau auf der Toilette, warum auch nicht? Könntest du bitte weggehen? Hallo, ich will die nicht bekämpfen gerade. Ach, ich hasse dich doch. Mal im Ernst, die Stealth-Steuerung ist echt bescheiden. Also, das geht mir echt auf die Nerven langsam. Aber was soll man machen? Persona wechseln erstmal, möchte ich nämlich auf Hypixie. Denn die ist stärker als der komische Jack Frost-Typ da. Denke ich mal, hoffe ich mal. Was soll denn hier jetzt ab? Holy shit! Okay, das ist interessant. Shit! What the hell is up with this place? There's so much gold! It's hurting my eyes! The distortion is especially bad here. It's barely holding up. Plus, it's not even on a map. So we must ascertain the truth through our eyes alone. Wow, das ist ein interessanter Ort. Und der ist nicht auf meiner Karte, ne? Nö. Super. Okay, dann gehen wir mal hier runter. Und folgen einfach dem Weg, weil
Was anderes bleibt uns halt nicht übrig. Auch wenn ich gerne meinen Safe Room langsam hätte, aber nö. So ein Scheiß aber auch. So, hier ist noch eine Truhe. Nehmen wir gerne mit. Noch ein Amulett. Werde ich auch nochmal angucken später, aber jetzt gerade nicht. Dreh dich bitte um. Danke. Direkt einwaschen. Ist doch neue Gegner? Wäre sehr schön. Ich würde mich über neue Gegner wieder freuen. Ja! Nee, warte mal, die kennen wir auch schon. Ja, die kennen wir aus einem Bosskampf. Die können ihre, hier, ne? Evade Rate erhöhen, jedenfalls ihre Ausweichrate. So. Okay, dann, wo gingen sie die Anfälle? Ich weiß es nicht. Vielleicht gegen Wind. Nö, dagegen sind die resistent. Ich weiß nicht mehr, wo gegen die Anfälle sind. Wissen wir das? Allgemein? Nein. Vielleicht gegen Schusswaffen. Probieren wir es aus. Nein, echt nicht. Schade. Gut, vielleicht gegen Eis. Nein, waren die auch nicht, ne? Ich glaube nicht. Doch, echt nicht. Okay, in dem Fall. Easy Game, würde ich sagen. Einfach wo ganz viel Eis drauf haben, dann sind sie dann tot. Sie sind tot, sondern sie liegen auf dem Mund rum. Da könnt ihr einen davon mitnehmen, vielleicht. Die Frage ist, will ich einen davon haben? Ich weiß es nicht. Aber wir versuchen es auf jeden Fall. Ich meine, es ist Level 11. Aber hey, trotzdem. This shit's hilarious. Why are you so desperate? Keine Ahnung. I'm not desperate. Ah, fuck. So you've gotta be feeling good looking down on me. How about we have an interview? You're the winner after all. I'll listen to whatever you gotta say. I want to aim higher. Na? Ist some kind of masochist? Oh, fuck. Ja gut, die wollen mich nicht haben, ich merke schon. Ich weiß echt nicht, was man da so gut auswählen soll. Ich kann das nicht mehr. Im ersten Dungeon war das einfach, aber jetzt weiß man einfach nicht mehr, was man tun soll. Also ich weiß es nicht. Vielleicht ist es für euch einfach logisch, aber ich denke mal, das ist eher eine, so eine glückliche Sache. Man muss ein bisschen raten, was sie so mögen und so, aber hey. Oder man muss die Charaktere halt verstehen, keine Ahnung, ich weiß es nicht. Ich verstehe es jedenfalls nicht, meistens. So. Wow, did we just warp? It seems even the paths beyond these apertures are distorted in the same way as this room. Ja, scheint so. Wir können uns hin und her teleportieren durch blauen Nebel. Interessant auf jeden Fall. Eigentlich müsste ja jeweils eins von blau und eins orange sein, wenn wir hier ein Portal, aber nö, einfach alle blau. Das Bild kennen wir doch. Also auf jeden Fall das Rechte davon. Hey, look at this. Huh? Why is this painting here? It's probably some kind of illusion. We're in a palace, after all. Well, I guess the painting itself might be correct, though. You say correct, but aren't they all counterfeit? Also, maybe the real ones here, too. I wonder. Either way, the fact that this is here might mean it's connected to this space in some way. Ja, könnte sein. Sajuri. This painting, is it the Sajuri? Hey. Isn't that a fake? I mean, this is Madarama's palace. There's an obvious difference, if you look closely. It shouldn't be too difficult to tell them apart. Ich sehe keinen Unterschied. Yeah, maybe it's obvious for you. What do you think, Joker? Ich meine, das andere ist auf jeden Fall ein Fake, das ist blau. Aber das hier sieht halt ziemlich ähnlich aus, aber wenn er sagt, dass es Fake ist, dann ist es wohl ein Fake. I disagree. Hä, du hast auch gerade gesagt, willst mich verarschen? Well, it is only an illusion, but this painting is without a doubt a spitting image of the true Sajuri. Toll. Weil ich das falsch ausgewählt habe, werden wir angegriffen. Super. Einfach nur super. Komm, angreifen da. Ich weiß nicht, wie das noch geklappt hat, aber es hat geklappt. Also, von daher leck mich am Arsch. Die kennen wir noch nicht, oder? Die kennen wir auf jeden Fall noch nicht. Was bist du für einer? Bist du... Nee, du bist gegen Wind anfällig. Das weiß ich ja schon. Aber gegen was bist du anfällig? Vielleicht auch gegen Wind. Und du siehst so ähnlich aus irgendwie. Probieren wir es einfach mal aus. Wind. Nein, resistent bist du dagegen. Super. Na dann, in dem Fall ist es natürlich irgendwie blöd hier. Komm, greif an. Nicht getroffen. Super. Eis. Auch nicht. Wie wär's mit Feuer? Denn viel mehr haben wir nicht mehr. Auch nicht. Okay, schade. Was ist das jetzt? What the fuck? Okay, das ist interessant. Das ist sehr... Holy shit. Ich glaube, wir werden gerade alle sterben irgendwie. Oh, und du buffst ihn auch noch. Super. Absolut super. Ich würde sagen, dich hau ich wieder um, ganz schnell mit Wind. Und dann töte ich dich erstmal irgendwo mit ganz schnell irgendwie. Ich kann dich einschläfern vielleicht. Ja, okay, mache ich das so bitte. Dann kannst du wieder aufwachen. Ja, super. Komm schon auf damit. Super. Einfach wundervoll. Ah, ja, greif einfach normal an, oder? Greif da an. Wie ist damit? Ich gebe den schon mal.
Und der nächste kann jetzt den da aufwecken. Was tust du? Okay, mein Weg, du das halt. Ah, Mann, so eine Scheiße nochmal. Ich mach halt Feuer da drauf. Ist so jetzt tot. Okay. Okay, ich würde sagen, aber an dieser Stelle beende ich dann endlich mal den Part. Ich glaube, der ist jetzt doch wieder ein bisschen zu lang, aber ich wollte nicht aufhören, einfach mitten irgendwo drin. Ich finde aber keine Safe Rooms an den Punkten, an denen ich eigentlich einen Part beenden würde. Also von daher, scheiße. Einfach nur scheiße. Bis zum nächsten Mal, okay? Ich hoffe, der Part hat euch halbwegs gefallen. Lasst einen Kommentar da und so weiter und so fort. Bis dann. Ciao.